Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des Elbkick TV. Es sind wieder einige Fragen eingegangen, davon möchte ich heute 4 beantworten. Haben Sie weitere Fragen? So senden Sie uns die bitte per E-Mail an redaktion@elbkick.tv. Ja, hallo, hier ist Alex Mozunski vom WTSV Concordia. Grüß dich, Eugen Igel. Und zwar hätte ich eine Frage an dich. Wo siehst du den WTSV Concordia in 2 bis 3 Jahren? Hallo Alex, warum in 2 bis 3 Jahren erst? Ihr liegt doch gut im Rennen mit Cordi, oder besser gesagt mit WTSV Concordia. Ihr seid Zweite an der Landesliga Hansa-Staffel mit 28 Punkten, habt in 11 Spielen nur einmal verloren. Oberliga ist sowieso das Endziel, mehr kommt für Cordi nicht in Frage. Und das ist am Ende dieser oder spätestens der nächsten Serie durchaus möglich. Das ist meine Meinung. Sorry allerdings, wenn ich sage, ich sehne mich ein bisschen nach der Atmosphäre Marienthal. Lieber Eugen, Thorsten Hase, vielleicht sagt der Name dir noch was. Zumindest hat mein Vater damals beim Horner TV mit dir was gemacht. Ich habe in der Jugend ganz groß beim Horner TV gespielt. Wir waren Leistungsmannschaft und mir blutet immer das Herz, wenn ich Horner TV lese, die hin und wieder gar keine Herrenmannschaft mehr zusammenkriegen, ganz unten in der Kreisklasse spielen, und ob er nicht vielleicht nochmal eine Möglichkeit sieht, bei diesem Verein irgendwann mal nochmal wieder das so hinzukriegen, dass sie zumindest wieder auftauchen im Ligafußball. Ja, Thorsten, das hört sich ja wie ein Hilferuf an, was du gerade sagst. Ich war ja 2-mal erfolgreich als Trainer beim Horner TV tätig. Ein Jammer, dass es dort keinen Erwachsenenfußball mehr gibt und demzufolge auch keine Ligamannschaft. Das ist also ganz, ganz bitter, wenn man bedenkt, dass die Mannschaft früher in der Verbandsliga gespielt hat und nach der Fusion in der Serie 2005-2006 auch noch in der Verbandsliga tätig war. Am 20.08.1978 spielte der Horner TV in der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde bei 1860 München, dem damaligen Bundesligisten, und verlor mit 0:15. Der Horner TV hat einen guten Platz im Herzen Horns, mitten im Häusermeer, ein gutes Clubhaus. Ich sage mal, die erste und beste Lösung wäre, ihr habt eine gute Verbindung, einen Kunstrasenplatz zu schaffen, und das andere wird dann auch folgen. Und ich mache mir auch meine Gedanken. Hallo Eugen Igel, hier spricht Alexander Krumm vom SC Condor. Ich habe da eine kleine Frage an dich und würde gerne mal von dir wissen, was war dein lustigster Moment in deiner Trainerlaufbahn? Ja, Alex, es gibt natürlich viele Erinnerungen und auch spaßige und freudige. Eine will ich mal erzählen von deinem Verein SC Condor vor vielen, vielen Jahren, als ich mit Raspo dort mal spielte. Da hieß die Paarung dann Condor gegen Condor. Das heißt, 10.45 Uhr, ohnehin meine ungeliebte Zeit. Unser Zeugwart hatte einen Autounfall, kam mit den Klamotten nicht ran und wir mussten uns bei euch eine Ausweichtracht leihen. Condor ist ja immer hilfsbereit, das ist bekannt, lieh uns diese Tracht. Am Ende haben wir 1:3 verloren. In der Pressekonferenz mit meinen Freunden Koletzko damals, Biele, Michaelsen, die wurde 3 Stunden verlängert, feuchtfröhlich, muss ja auch Dankeschön sagen. Und dann im Lokal wartete noch der Präsident Günther Philipp, auch lange Jahre befreundet. Es war morgens, es wurde morgens, aber schön war es trotzdem. Hallo Eugen, ich heiße Danny Kasem, spiele beim Basbüttler SV. Meine Frage an dich ist, wie siehst du den Werdegang des Basbüttler SVs und welcher Spieler hat das Potenzial, höher spielen zu können? Ja, Danny, der Werdegang des Basbüttler SV und Spielerpotenzial. Basbüttel ist Dritter, ist obendran in der Hansa-Staffel, und mein früherer Spieler bei Vorwärts Wacker in der Oberliga, Aydin Tanelli, ist ja euer Trainer, kniet sich auch rein in seiner Funktion und ist mit Leidenschaft dabei. Der Basbüttler SV ist ein Traditionsverein. Mit diesen Voraussetzungen und dieser Anlage muss dieser Verein wieder hoch. Und ich bin überzeugt, er wird auch wieder hochkommen. Wenn man sich an früher erinnert, als auch noch Ronny Wolf dort als Sponsor war, Werner Gorski als Obmann, es gibt so viele Beispiele, die in Erinnerung rufen. Ja, was das Spielerpotenzial anbelangt, ich habe euch wenig gesehen, gar keine Zeit gehabt, werde mal Tanelli fragen, aber ich gucke mal vorbei und dann beantworte ich diese Frage auch, versprochen. Ich gucke mir demnächst mal ein Spiel an und dann werde ich mehr dazu sagen. Das war's dann auch für heute. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.